erste Zeile vor meinem Quartier ist, Teil für den seinen Arsch gefickt. Baum hat zwar einen Witz gerissen, aber der Brian mag ihn nicht. Schisch, bitte, was das für eine Paarung? Teil fehlt es nicht nur an Tipps für seine Haare, sondern auch an Nahrung. Brian hätte gern zum Schreiben ein paar Wachsmalstifte, please. Aber oh ja, Abrixer glatt, dann hat er nicht verdient. Und Melanie ist ein Misthaufen. Sieht er im Netz mal ein Bild von einem Misthaufen, dann kommentiert er, nimm ein Bild raus jetzt. Was wollt ihr, Ficker? Jetzt ist Ende von Vernunft. Ihr könnt Insta stehen statt so einer Schenkelklopferkunst. Ey, ihr Fotzen, ihr seid für ein paar Rapper voll dumm. Ey, bevor diese Melly textlich fresh ist, kauf ich Nestle-Produkte. Baum, der Clown sitzt auf der Couch an Weihnacht, weinend am Textblatt und kritzelt eine ganze Seite voll mit Brian. Hör besser, ich schreibe Scheiße, dabei könnte ich besser einkaufen, Bitches. Und Sherlocki hat sich hier für einen Brian ausgerissen. Ey. Was macht Brian Diamond, wenn ihm wieder mal nichts einfällt? Kein Problem, er checkt einfach die Startseite von 9Gag. Der Zwerg mit roten Haaren nennt andere mich Gesicht und Holzkopf. Brian hat so ein Kobold-Face, ich klau ihm seinen Goldtopf. Baum hat kein Bock, die Kiddies werten das als Punchline. Dafür, dass er wie ein Rapper klingt, trägt Gordon seinen Anteil. Mel sieht aus, als steckt er in der VBT-Zeitschleife. Teil sitzt nur da und hofft darauf, dass wir nicht einreichen. Mark hat macht Treibs Haare schön, er bedankt sich per Bruderkuss. Für die Dad im Linebox sich nachträglich, Teil doppelt in den Uterus. 10 Runden, ein Konzept und Tech-Rap fühlt sich wie der Boss. Doch die Auflösung ist dann so wie die letzte Folge Lost. VBT-Finale, Mels Highlight des Jahres, richtig geil. Und er zupft sich für den Anlass extra noch die Mitte frei. Ich spritz mir grüne Lebensmittelfarbe in die Eier und ficke eure Mütter, bis sie aussehen wie Slimer. Gott, wird das eine Supershow. Euer Team besteht aus einem Hurensohn, einem Hurensohn, einem Hurensohn und einem Hurensohn. Verrückte Scheiße, da hat euch Bastard im Amas Liebe fallen. So viel Hurensohnhaftige Hurensohnhaftigkeit. Meine könntet Vierlinge sein, da platzt mir glatt der Sack bei so viel Zufall. Schweinerei, Ektoplasma weit verteilt. Wir sehen aus wie Slimer bei den Ghostbusters. Und darum rennen wir, bis wir draufgehen, mit dem Kopf gegen Wände, bis ihr vor Verwirrung aufgibt. Juppidei, das wird ein Spaß für die ganze Familie, wenn eure Eier schmackhaft in der Lasagne drin liegen. Oh. Reich mir mal die Schüssel rüber, Stefan. Gerne doch. Das schmeckt ja besser als von einem 83-Sterne-Koch. Ich bin so geil, ich fick euch vier in vier verschiedenen Sprachen. Broschni, Vlad, ihr Bioschi, oder Top, Jürschi, werdet ihr präken. Boppada, Baller, Gebotta, Papamel, Geboppa, der Bibi, den Piappen. Yeah, you have no chance against the very hard best bitches. In your ass, fam.